Ja, seid gegrüßt, mein Dienstwerke, Gnome, Hobbits und Englern. Ja, die Begrüßung habe ich schon mal versaut, aber egal. Den Kampf gegen den Arenaleiter werde ich nicht versauen. Den werden wir nämlich jetzt sofort gleich starten. Ja, in diesem Part. Hoffentlich auch noch schaffen. Ja, Pokémon-Team ist geheilt. Im letzten Part haben wir die Arena hier bezwungen. Und ja, jetzt werden wir uns dem Arenaleiter stellen. Ich würde mal glatt mal sagen, auf geht's in den Kampf. Eis ist, du weißt schon, hart, aber auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst, hängt ganz davon ab, mit welchem Pokémon und welchen Attacken du angreifst. Aber genug geredet, jetzt wird's, du weißt schon, gekämpft. Juha! Yeehaw! Versus Galanto! Eine Herausforderung von Arenaleiter Galanto! Rexy Blizzard wird von Arenaleiter Galanto in den Kampf geschickt. Na, dann hoffe ich mal, dass mein Team den drei Pokémon, was nur drei Pokémon? Jo, gut für mich. Den drei Pokémon etwas entgegenstellen kann. Sich den Pokémon behaupten kann. Ich versuch's gleich mal mit Buddy Slam. Oha, Level 56 gegen Level 40. Ihr seht's nicht. Aber ich sag euch jetzt Level 56. Da, seht das. Und ich würde mal sagen, Zermürben. Los, geh kaputt. Geh sterben. Geh sterben. Ich meinte nicht dich, Jason. Ich meinte das gegnerische Pokémon. Aber gut, so geht's auch. Let's play, Markus. Was soll Let's Play Mox tun? Necro-Ladung wird, ich gleich mal vor. Nee. Wieso kann ich nicht mehr sprechen? Das ist irgendwie. Haspele mich immer in den Sätzen. Das ist irgendwie. Zungenknoten. Das ist nicht sehr effektiv. Let's Play Mox wurde von Hagelkörnern getroffen. Gut. Nitro-Ladung. Was? Hypertrank? Ey. Mann. Das ist unfair. Ja gut, ich schaff's auch so. Es hat aufgehört zu hageln. Das ist gut für mich. Magieflamme. Um es mal ein bisschen episch aussehen zu lassen. Er wurde magisch verbrannt. Jetzt der Markus erhält einige EP-Punkte und auch der Rest des Teams erhielt einige EP-Punkte. Arktilas wird eingesetzt. Gut. Komm her, Arktilas. Einen von dreien habe ich schon besiegt, die anderen zwei schaffe ich auch noch. Und Magieflamme wird jetzt ziemlich ein Einheizen hier. Ich mach dir Feuer unter den Hintern. Oder du mir Eis unterm Hintern? Ne, das sagt man glaube ich so nicht. Los, Justine, vielleicht kannst du irgendwas gegen das 9 Level höhere Pokémon als du anrichtern. Mit Fliegen vielleicht. Los, flieg! Flieg über ihn hinweg und stürze dich auf ihn hinab.
um ihn zu zerbrechen. Oder auch nicht. Vielleicht zerbricht er dich. Wer weiß es. Gut. Justine, Flügelschlag. Nee. Das hat's nicht gemacht. Und ich hatte recht, er zerbricht sie. Sie ist am Boden. Los, Christoph. Räche Justine. Zerbeiß ihn. Zerkau das Eis am Boden. Initiative von Gegner steigt. Das soll mir relativ egal sein. Ich kau mal weiterhin auf Arxidas herum. Oh ne, sag nicht. Och nö. Sag nicht, der hat einen Trank bekommen. Mann. Schädelwumme. In der Hoffnung, Schädelwumme könne irgendetwas anrichten. Knirscher. Okay, bei ihm wirkt's, aber bei mir nicht. Ja. Macht Sinn. Ja. Angst. Setz mal Mega-Entwicklung ein. In der Hoffnung, dass dadurch irgendwas passiert. Ich glaube, das beeinflusst den Kampf nicht, aber es ermutigt das Pokémon vielleicht dazu, ein bisschen stärker zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gleich von Anfang an die Attacke nehmen können. Knapp. Einmal Surfer noch. So, nächstes Pokémon besiegt. Eines kommt noch. Und das werden wir auch noch schaffen. Galando setzt als nächstes Frigometri ein. Woher kenne ich das? Woher kommt mir das bekannt vor? Das Pokémon. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Irgendwo mal in einem Part vorher. Und er setzt Haaresturm ein. Das ist nicht so cool. Nun, das sieht doch sehr hervorragend aus. Gut, jetzt setze ich mal ein bisschen Trank ein. Hypertrank. Davon kann ich ein bisschen profitieren. Dann hat Christoph noch ein bisschen mehr Chancen, das Pokémon zu besiegen. Ja, wird natürlich auch von Hagelsturm getroffen, das ist klar. Gut, dann würde ich mal sagen Surfer. Ich versuch's mal mit Surfer. Ja, versucht's mit Eisstrahl. Ich versuch's mit Surfer. Mal sehen, was besser klappt. Gut. Oha, noch ein bisschen. Gut, der finale Schlag. Der finale Biss. Wird von Christoph ausgeführt. Gut, komm. Noch ein finaler Biss. Und das Gegner, Spuckmann ist besiegt. Und der Gegner ist besiegt. Los, beiß ihn tot. Genau so. Ja. Wir haben gesiegt. Wuhu! Du besiegst Galanto, Arenaleiter. Das ging noch rasch. Ich hab den 8 Norden. Gut gekämpft. Das bringt selbst die Kälte. Du weißt schon. Das kälteste Eis zum Schmelzen. Das Moment gewinnt 9.440 Pokédollar und geht siegreich aus dem letzten Arena-Kampf und hervor und gewinnt den 8. Orden. Na dann. Also, dein Team ist der, du weißt schon, der Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Da, 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 da. Let's Play Ben erhält von Galanto den Eisbergohren. Eisbergohren wurde in der Ohrentasche verstaut. Nein. Nicht ganz. Der Eisbergorden, also der ist so etwas wie, das will ich dir gerade nicht verraten,
Mit ihm werden dich alle deine Pokémon respektieren und dir im Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch das hier geben. Let's Play Ben erhält das Item TM13 Eisstrahl. Jetzt aber. TM13 wurde in der TM und VM Tasche verstaut. Das ist die Attacke Eisstrahl. Die hat eine Genauigkeit von, naja, du weißt schon, 100%. Und nicht nur das, nicht oft, aber oft genug friert sie auch noch deinen Gegner ein. Ich hoffe, du hast heute eine wichtige Lektion gelernt. Hart zu sein macht dich stark, aber du weißt schon, leider auch sehr unflexibel. Wahre Kraft liegt in der, naja, ja, du weißt schon, Geschmeidigkeit, hart aber zart sozusagen. Sich fließend wie das Wasser den Umständen anzupassen, ohne seine Natur zu verändern. Das ist wahre Stärke, ja, naja. Ich bin zu stur dafür und nicht sehr flexibel, aber liebe ich Eis-Pokémon auch so. Sie passen nämlich perfekt zu mir. Oh! Da dreht sich es zurecht. Und da kommt der Weg zurück. Na dann, werde ich mal hier zurückschlittern. Durch die Menge. Das ist ein bisschen schräg. Ein bisschen schief gestellt, aber gut. Sucht mich ja nicht mehr, denn ich werde jetzt hier rausgehen. Das muss dann den nächsten Trainer, der kommt, jucken. Wie er dann da hochkommt. Ja. Dachchen, mit dir rede ich nochmal hier. Dein Sieg über den Arenaleiter muss Anerkennung gezollt werden. Daher habe ich deinen Namen in die Tafeln der gefrorenen Arena-Statuen eingraviert. Oh, vielen Dank dir. Pokémon Arena von Fragtalia City, Leiter Galanto, anerkannte Trainer, Let's Play Ben. Wäre mir lieber, wenn Zwergenfürst da stehen würde, aber Let's Play Ben geht auch. Gut. Achterohren geschafft. Gut, weiter geht's. Oh, was ist noch? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Was willst du denn noch? Ich hab doch gerade schon mit dir geredet. Hast was vergessen, oder was? Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Oh, da kommt noch der Chef. Jetzt, wo du alle, ja, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt alleine davon ab, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank für die schöne Rede hier noch. Also, dass ihr euch hier die Mühe gemacht habt, rauszukommen. Wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ja. Ich hau jetzt mal ab. Heile meine Pokémon hier noch mal schnell. Im Pokémon Center. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir den Pokémon Team fit machen? Ja klar. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon Team für mich in Obhut und heile sie schnell mal. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ich werde sehr bald wiederkommen. Vor allem, wenn ich jetzt zur Top 4 gehe. Vielleicht nicht zu dir, aber zu einem deiner, ja, Freundinnen. Gut, ich guck mal, ob es ein neues Angebot im Laden gibt. Vermutlich nicht. Oh doch, es gibt täglich neue Angebote. Ein Kapuzenpulli. Ein Farbplex-Shirt in Schwarz. Und ein Farbplex-Shirt in Rot. Das Rote sieht doch sogar ganz schön aus. Aber ich frage mich immer noch, warum in einer Eisstadt, also in einer eisigen Stadt, Sommer-T-Shirts verkauft werden. Naja. Ist nicht mein Laden. Ist nicht mein Business. Da muss ich mich nicht drum kümmern.
Gut. Und du bewachst dir den Namen. Okay. Gut, hier scheint es weiter in die nächste Stadt zu gehen. Das tun wir dann im nächsten Part, also die Schneegrenze überschreiten wir erst im nächsten Part. Dann verabschiede ich mich hier direkt von der Grenze aus und sage, ich hoffe, euch hat dieser Arena-Kampf gefallen und dieser Arena-Kampf-Part mit dem Zwergenfürst gefallen. Ja, sollte das der Fall sein, gebt diesem Video doch ein Däumchen nach oben. Das würde mir sehr helfen. Ja, das unterstützt mich sehr bei meiner Videoproduktion. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es dann heißt Pokémon Y mit den Zwergenfürst. Ja, dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Let's Play Pokémon Y mehr mit den Zwergenfürst verpassen zu wollen. Ja, und schreibt vielleicht mal welches Wort? Schneegrenze. Schreibt mal Schneegrenze in die Kommentare, wenn ihr bis an diese Stelle noch da geblieben seid. Also, ja. Dann weiß ich Bescheid. Also, bis denne und ciao, ciao, adios, haut rinne!